Herzlich willkommen bei Flip, eurem YouTube-Channel hier im TV bei Nick Knight. Wie ihr seht, habe ich mich schon ordentlich eingemümmelt, denn... Wer ist da? Ich bin's, der Herbst. Auch wenn wir es alle nicht wahrhaben wollen, der Herbst klopft schon an der Tür und deswegen dreht sich heute alles um den Herbst. Aber mal ehrlich, diese dicke Decke hier ist wirklich nicht stylisch, deswegen packe ich die jetzt auch mal ganz schnell weg. Wenn ihr aber im Herbst noch nicht auf Kleider und Röcke verzichten wollt, dann holt jetzt eure Strumpfhosen aus dem Kleiderschrank. Und die gibt es ja auch mit super coolen Mustern, wie zum Beispiel mit diesen Katzen auf den Knien. Wie ich solche Statement-Tights kombinieren würde, zeige ich euch jetzt deshalb in einem Lookbook. I'm about to take it back. Nobody can do it. Bring it in a freestyle. Do it. Nobody can do it. Come on. Do it. Do it. I'm a bad man. Back up. New plans. I bounce on big balls when I hit the drum. And I hit the ground running, gunning. But I tell you something. Like a two-step. Kill it with the spine on flip with a pepper style. Nobody can do it. Nobody can do it like I do. Nobody can do it. Do it. Wenn euch dieser Look gefällt und ihr das unbedingt mal ausprobieren wollt, dann schickt uns doch gerne ein Bild unter dem Hashtag FlipFashion. So haben das zum Beispiel auch Zehetna Sarah, Steffi, MBK, Miss Abenteuerlustig und Just a Prank of My Life gemacht. Vielen lieben Dank dafür, macht weiter so. Ach nö. Jetzt habe ich zwar meine eigenen Statement-Tights, aber dieser Permanentmarker hat durchgedrückt. Damit ihr nicht mit angemalten Knien durch die Gegend laufen müsst, zeigen euch jetzt Melissa und ihr heutiger Gast Kleintanne, wie man seine eigenen Statement-Tights machen kann. Und bei denen hat das eher so semi-gut funktioniert, aber seht selbst. Für unsere Statement-Tights, aka Strumpfhosen mit etwas drauf, brauchen wir natürlich Strumpfhosen. Wir machen zwei verschiedene. Das hier wird eine Katzenstrumpfhose. Da brauchen wir die, Sockenstopp und einen schwarzen Textilstift. Und für die anderen speziellen Socken, wie nennen die sich nochmal? Melting-Tights. Melting-Tights, also die aus etwas herunterläuft, brauchen wir Acrylfarbe. Die Milch? Latexmilch. Latexmilch und natürlich auch eine Strumpfhose in der Farbe eurer Wahl. Eine Schüssel, etwas zum Umrühren, einen Löffel, Handschuhe. Und Kleiderbügel. Wir legen los mit den Melting Tights. Und zwar brauchen wir zwei Kleiderbügel. Wichtig, dass die hier so eine Stange haben. Und die stopfen wir jetzt einfach mal schräg hier rein. Dann stopfen wir. Bei Strumpfhosen habe ich immer gleich Angst, dass sie kaputt gehen. Ja. Einmal so. So muss das Ganze aussehen, weil jetzt könnte man die einfach hier aufhängen und das erste Bein machen und danach so aufhängen und das zweite Bein. Ich dachte, eine rosane Strumpfhose mit hellblauem Schleim, der runterläuft, ist cool, weil es dann wie Eiscreme aussieht. Und wer möchte keine Eiscreme-Beine haben? Oh. Magst du schon mal aufhängen? Ja, klar. Falls ihr das auch so macht, denkt dran, unten was hinzulegen, um den Tatort später zu reinigen. Dann mischen wir jetzt mal die Milch zusammen. Müssen wir die noch Handschuhe anziehen? Ah, ja. Wie kommt der jetzt rein? Einfach so Pi mal Daumen erstmal, oder? Ja, ich würde immer sagen, bei sowas eher zu viel als zu wenig. Okay, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Acrylfarbe rein. Magst du schon mal mischen? Mischen? Wir können auch den Löffel nehmen. Nein. Nein. Das ist die Herausforderung. Jetzt nimm den Löffel. Das war jetzt eine schöne Farbe. Ja. Ihr wisst ja ungefähr, wo eure Shorts oder euer Rock aufhört. Wahrscheinlich so hier. Und da fangt ihr einfach an, das runterlaufen zu lassen. Falls noch zu viele Blasen drin sind, lasst das einfach ein bisschen kurz stehen und wartet. Das ist aber voll cool, weil ein bisschen von der Acrylfarbe hat sich noch nicht aufgelöst. Und das sind so dunkelblaue Stückchen jetzt drin. Wenn man richtig motiviert ist, kann man auch mehrere Farben übereinander schichten. Habe ich auch schon gesehen, das ist mega nice. Es darf nicht wahr sein, von allen Orten geht's auf meine Schuhe. Noch ein Haken von Papa. Sieht ein bisschen aus wie geschmolzenes Schlumpfeis. Ja. Ein Schweinkram. Ich glaube sogar auf die andere Seite, wie cool. Okay, das eine Bein müssen wir jetzt erstmal trocknen lassen. Das hängen wir mal hier kurz weg. So, und solange die andere schöne Socke jetzt trocknet, machen wir uns mal an die Katze.
Katzen. Wir haben so eine Strumpfhose besorgt, die zur Hälfte blickdicht ist und zur Hälfte nicht. Und da haben wir jetzt mal so zwei Pappstückchen, damit es ein bisschen gespannt ist, reingemacht. Und so als Schutz, damit es nicht durchdruckt, ne? Genau. Und da malen wir jetzt einfach zwei Katzenköpfe oben rauf. Das dann auf der Socke? Ich glaube, ich mal gerade auf der Pappe. Ja, kurzes Update. Mit unseren Textilstiften ging es halt irgendwie nicht, weil die irgendwie voll crappy sind. Ich habe das schon mal probiert, da ging das eigentlich. Deswegen haben wir jetzt flüssige Textilfarbe, damit geht es auf jeden Fall. Wir haben es geschafft und Katzis sind fertig. Katzi, Matzi. Da. Ihr kennt das ja bestimmt von Laufsocken, die unten so eine Pupsitz drauf haben. Und dann klebt man so ein bisschen am Teppich und rutscht nicht aus dem Laminat aus und tut sich weh. Stoppersocken. Und das gleiche machen wir jetzt auch. Wir malen nämlich auf die Rückseite kleine Katzenpfötchen. Ah. Ich habe keine Ahnung, wie so eine Katzentatze aussieht. Aber du hast anscheinend mehr Ahnung als ich. Ich mache es auch nur aus dem Gedächtnis, ehrlich gesagt. So, und jetzt schön trocknen lassen. Fertig. Ja, war doch ganz lustig. Ja, fand ich auch. Sehr amüsant. Ja, danke fürs dabei sein und euch da draußen viel Spaß beim Nachbasteln. Naja, wollen wir mal nicht so sein. Hübsch ist vielleicht was anderes. Aber wie lautet das Sprichwort? Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und kunstvoll geht's jetzt auch weiter mit Ella. Die hat nämlich Sternekoch Kiert in einem Restaurant in Berlin besucht. Und die beiden haben gekocht und ein ziemlich leckeres Menü zusammengestellt. Unsere Empfehlung des Tages: marinierte Maispoulade mit schwarzem Couscous, Thai-Spargel und China-Kohl-Kimchi. Ich wünsche guten Appetit. Was machen wir heute? Eine marinierte Maispoulade-Anbrust mit gerösteten Blumenkohl, dazu schwarzen Couscous. Klingt sehr gut, klingt aber auch schwierig. Wir fangen einfach mit dem Blumenkohl an. Okay. Ich schneide jetzt beim Blumenkohl hier so in die Röschen, damit ich die einzeln lösen kann und so kleine, hübsche Röschen habe, die wir dann rösten können. So, als nächstes werden wir das Blumenkohl würzen. Dazu brauchen wir Salz. Ich kann nicht so gut würzen, sag mal Bescheid. Einfach. Genau. Hast du frischen Pfeffer dazu? So. Machen wir da auch noch Öl drauf, damit genau. Es dann noch. Okay. Genau, wir machen jetzt noch Öl drauf. Ja? Danach kommt es dann in den Ofen. Für eine halbe Stunde circa bei 165 Grad. Okay. So, und jetzt machen wir die Marinade. Was kommt da rein? Genau, was wir brauchen, ist Knoblauch. Knoblauch ist immer gut. Knoblauch ist in der koreanischen Küche verwurzelt. Nehmen wir Chili für die Schärfe und natürlich Ingwer. Geil. Dazu kommt dann noch Sojasauce. Dazu machen wir jetzt Öl rein, Rapsöl. Und dazu haben wir was ganz Feines, vierjährige Sojasauce. Da legen wir jetzt die Maispoulade rein. Was wir machen, ihr könnt auch normale Haushaltskochbeutel nehmen. Ja, soll oder, ich das aufhalten? Genau, und packen das dann in die Kühlung. Wie lange? Normalerweise ist es besser, wenn man es einen Tag ziehen lässt. Ja. Aber wir machen es jetzt. Aber ich hab Hunger. Genau, dann machen wir es innerhalb einer Stunde. Geil. So, jetzt haben wir den Blumenkohl im Ofen und wir haben die Poulade im Kühlschrank. Was machen wir als nächstes? Als nächstes machen wir den Couscous. Der sieht aber jetzt nicht schwarz aus. Der ist nicht schwarz. Den werden wir natürlich einfärben durch Sepiantinte. Also wir brauchen ein Teil Couscous und ein Teil Brühe oder Flüssigkeit. Halt. Dazu brauchen wir jetzt die Sepiantinte, um noch ein bisschen Geschmack reinzukriegen. Ein bisschen Knofi. Du kannst noch eine Chilischote reinmachen. Das müssen wir jetzt aufkochen. Hunger hast du und zwischenzeit müssen wir Schalotten schneiden für den Couscous. Da gucke ich dir am besten genau, zu. Genau, da kannst du zugucken, wie ich es mache. Zwiebeln schneiden? Oh, ich muss dringend weg. Der räumt immer gleich wieder auf. Bei mir sieht es immer aus wie Sau, wenn ich gekocht habe. Das ist unser Blumenkohl. Der Blumenkohl ist fertig. Genau. Yeah! Und fertig. So, jetzt hat das gekocht und jetzt, genau, jetzt machen wir damit das einfach zusammen. Genau, wir können das einfach hier rein. Sie ist ziemlich schwarz. Krass. Und dann einfach nur ziehen lassen. Ach, wir lassen ihn ziehen. Nee, der kocht nicht. Der Couscous zieht immer. Aber wir schwitzen die kurz an, glasig. Okay. Ruhig ordentlich ran. Das karamellisiert halt ein bisschen. Ich habe jetzt Mörderhandschuhe an und vermute, dass ich jetzt mit den Fingern in den Couscous gehe. Genau, du musst den durchrühren mit den Händen, damit es locker bleibt. Es fühlt sich ziemlich heiß an. Und ein bisschen wie, ich weiß auch nicht, wie matschiger Sand am Meer. So ein genau, könnte man so sagen. Wir haben hier einmal Salz, dann haben Yuzu, das ist. Ein Zitrusfrucht, eine japanische. Und unsere Sojasauce wieder. Mhm. Wir haben unsere Schalotten hier karamellisiert. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen Chili geschnitten. Natürlich ein bisschen rein. Ein bisschen Sesamöl. Wie geil ist das denn? So, jetzt habe ich aufgepasst. Es fehlt ja noch was. Genau, wir müssen ja die Soße noch machen für die Maispoulade. Dafür haben wir jetzt hier Gochujang heißt das. Das ist koreanische Chili-Paste. Nehmen wir zwei Löffel dafür. Sesamöl. Und das ist Mais-Sirup. Wie du siehst, wird das so eine Art Soße. Das gerne mal probieren. Ist nicht so scharf, es geht. Schmeckt mega geil. Der Typ ist ziemlich cool. Und ich lerne ziemlich viel. Ich habe ein bisschen Angst, dass es am Ende mega scharf wird. Aber das war jetzt eben wirklich nicht schlimm. Jetzt haben wir ja noch die Poulade offen. Genau, richtig? Die müssen wir jetzt anbraten. Und zum Schluss im Ofen. Und dann grillen wir die nochmal.
unser Ergebnis. Das sieht richtig lecker aus und ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Das probieren wir gleich. Haben wir gut gemacht. Hast du gut gemacht. Zusammen. Das sieht ja super lecker aus und wenn man jetzt noch die Maispoulade weglässt, dann hat man ein wundervolles Veggie-Menü gezaubert, was bestimmt mindestens genauso gut schmeckt. Wenn ihr das nachkochen wollt, dann könnt ihr das Video natürlich nochmal auf nickknight.de oder unserem Flip-YouTube-Channel schauen. Wir gönnen uns jetzt ein klitzekleines Päuschen und danach geht's weiter mit dem zweiten Teil von euren Entweder-Oder-Fragen, die ihr Melissa und Dark Victory gestellt habt. Außerdem probieren Ella und Kostas Kind vegane Leckereien und es geht um dieses geheimnisvolle Etwas, was hier im Hintergrund steht. Also bleibt unbedingt dran und bis gleich. Hallo zurück bei Flip, eurem YouTube-Channel hier im TV bei nickknight. Letzte Woche habt ihr uns sehr coole Entweder-Oder-Fragen gestellt. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann könnt ihr es euch natürlich nochmal auf nickknight.de oder unserem Flip-YouTube-Channel anschauen. Und jetzt gibt es den zweiten Teil. Melissa und Dark Victory beantworten eure Entweder-Oder-Fragen. Entweder-Oder. Würdest du eher mit Tieren sprechen oder unter Wasser atmen können? Oh, unter Wasser atmen. Aber mit Tieren sprechen ist auch schon ziemlich aus. Awesome. Oh, die kommen die aus beiden, wäre geil. Aber es nervt, glaube ich, auch gerade im Frühling. Oh. Hey, hey, guck, wie bunt ich bin. Nimm dann mich. Müsstest du vegetarisch auch werden, richtig? Nee, ich glaube, ich bin dann so genervt, dass ich noch mehr esse. Auch der Hund dann. Hey, hey, spiel mit mir. Was isst du da? Ich würde unter Wasser atmen auch. Weil unter Wasser ziemlich awesome ist. Aber, und ich habe ganz viel Angst von unter Wasser, aber wenn du selber Teil davon bist. Ja toll, dann kommt aber ein Hai und ein Wal. Entweder ihr habt ein Tennismatch in High Heels oder ein Tinder-Match mit Gronkh. Ich nehme das Tennismatch in High Heels. Ja, ich hab's dir gedacht. Dann können wir zusammen zocken, das ist witzig. Entweder ihr tauscht eine Woche eure Körper und lauft als der jeweils andere herum oder ihr habt für einen Tag eine Lösung auf alles, könnt aber nicht reden. Dann ist die Frage, kannst du dir das merken? Was dann, was, also wenn du die Lösung für alles erfährst, weißt du das? Du kannst ja aufschreiben. Stimmt. Ich male dann einfach deine ganzen Klamotten so vorher. Ja. Du schneidest alles, was ich gesagt habe. Alle Kabel. Lieber Augenbrauen rasieren oder die Pobacken zusammenpirsen lassen? Augenbrauen so rasieren? Weg. Ganz weg? Aber Pobacken pirsen auch auf keinen Fall. Also dann eher die Augenbrauen auf jeden Fall. Bei mir auch die Augenbrauen, die sieht man eh nie. Superheld sein oder Pokémons haben? Pokémons haben. Superheld sein. Was? Nie mehr auf YouTube sein oder nie mehr nach draußen gehen? Nie mehr auf YouTube sein. Ich hab's ja nicht so mit draußen. Entweder nie mehr wieder etwas sagen können, aber mit deinen Freunden sein oder immer reden können, aber alleine sein. Was hast du davon, wenn du dir den Mund fusselig plapperst und kein Mensch da ist? Einfach. Keiner hört dann würde zu. Man ja eh stumm bleiben, oder? Ja, eben. Oder du fängst irgendwann an, so psychischen Knacks zu bekommen, mit dir selbst zu reden. Entweder in eiskaltes Wasser, 10 Grad, springen oder für 30 Minuten in einen Raum voller Spinnen und anderer Insekten. Kaltes Wasser. Kaltes Wasser, oh. Auf jeden Fall, oder? Würdet ihr lieber für immer das Zeichnen / Nähen aufhören oder nie wieder Musik hören? Beides ist so cool. Und ja. Das eine geht ohne das andere schwer. Ja. Aber ich glaube, ich würde auf Musik verzichten und mir dann selber einfach was vorsingen. Entweder ein Jahr kein Fleisch oder ein Jahr nicht duschen. Wenn ich nicht mehr rausgehe, muss ich eigentlich auch nicht mehr duschen. Du riechst dann einfach nur noch nach Fleisch. Ja. Ein Jahr nicht duschen geht leider nicht. Dann muss ich aufs Fleisch verzichten. Lieber Gras statt Haare oder Haare statt Gras? Stell dir vor, wie eklig das ist. Ich hätte lieber Gras als Haare. Das ist witzig, glaube ich. Ich auch. Stell dir vor, du sitzt dann einfach da drin so und wirst es nicht los und es klebt überall dran. Ja, das Gartenbauamt würde dann immer mit so riesigen Bürsten kommen. Ja. Schickt uns jetzt eure Entweder-Oder-Fragen auf allen Social-Media-Plattformen. Wir haben Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, alles, was ihr wollt. Und wir heißen dort überall hey_flip. Mel, entweder essen gehen oder selber kochen. Essen gehen. Denn vegane Supermärkte sprießen ja mittlerweile aus dem Boden und an jeder Ecke findet man vegane Gummibärchen, vegane Wurst, vegane Käse, also Ersatzprodukte. Und deshalb haben Ella und Kostas Kind jetzt für euch vegane Produkte getestet. Und ob sie es gut fanden, seht ihr jetzt. Wir essen heute. Und zwar haben wir einen ganzen Korb voll veganer und vegetarischer Produkte. Fangen wir mit sowas an. Geil. Dinkelzwieback. Kann ich warten. Cheers. Ja. Schmeckt wie Zwieback, oder? Das sind Maiswaffeln. Jetzt stößt er nicht. Entschuldigung, ist okay. Schmeckt wie Reiswaffel, aber so ein bisschen körniger, salzig, ja.
glaube, es wird geil, wenn man was draufpackt. Mhm. Mojo verde. 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 Mojo. Gut, das sieht aus wie ein Pesto, oder? Mhm. Okay, oh, das riecht voll krass. Voll witzig. Es ist scharf. Mh, voll geil. Richtig lecker. Mh, schmeckt echt richtig gut. Cremissimo Avocado. Mhm. Es ist immer so, die Avocado ist so hart, 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 weich schlecht. Ach, auf einmal. Ja, auf einmal tut er wieder gucken, nett. Ne? Ist okay. Ja, findest du eigentlich find richtig gut. Was ist das? Schokolade, zartbitter. Das ist so das Nutella mit gutem Gewissen. Mm. Okay, warte mal, was macht am meisten Spaß dabei? Au! Komm mal rein, mehr Kraft. So. Das sind Momente, wo ich denke, wie geil ist es eigentlich bei Flip zu sein? Das ist richtig lecker. Aber ich finde, es geht. Es schmeckt nicht so krass nach Zartbitter wie so Schokolade. Wie wär's mit Amarantini? Ah, ah, du musst teilen. Mega lecker. Aber was ist das? Amaranth? Das ist wie so Mini-Puffreis. Kennt man das? Ja. Grünkohl, Rauchsalz, Cracker. Wie viele Kalorien hat das? Ah, 403, noch immer auf 100. Du hast mir nicht in die Augen geguckt. Schmeckt nach Grünkohl, ein bisschen salzig. Und es ist ja schön, super gut gewürzt. Schön knackig. Wie wäre es mit Schoki? Und zwar haben wir Milchcreme, vegane Schokolade. Danke. Sieht aus wie normale Milchschokolade. Vegan, aber schmeckt trotzdem genau wie das Original. Öko-Vital, ohne Gelatine. Gummibären! Wow, die Konsistenz hatte ich nicht erwartet. Mm-mm. Konsistenz ist wirklich ein bisschen seltsam, weil das wirklich so plopp. Ja, das kann man wirklich so abbeißen. Was aber lecker. Nichts. Ich möchte gerne Tamarindenpaste probieren. Also es sieht auf dem Bild aus wie eine Nuss. Tamarinde ist eine Dattel. Was ist denn das? Das sieht aus wie Tinte. Zuckerrübensirup? Oh. Ich glaube, das muss man erstmal verdünnen, ey. Was ist das? Wir hätten ein bisschen weiterlesen können. Das ist eine gesunde Alternative zu Essig und Zitronensaft. Cheers. Hier, das will ich noch. Steinpilz und Cranberry. Aber das klingt geil. Ich hab Angst. Ja, ey, nach dem eben kann ich sowieso nichts mehr schocken. Ja, ich find's voll gut. Es schmeckt, wie es riecht. Dann würde ich sagen, probieren wir noch mal die Cracker hier. Reis-Quinoa-Cracker. Vielleicht gleich mit einem Aufstrich. Kürbis-Orange. Riecht auch wie Reis-Cracker. Ja. Schmeckt auch genau wie Reis-Cracker. Reis-Cracker. Ich mag ja Kürbis extrem gerne. Yes. Ich wusste aber, dass es mir schmecken würde. Hm? Geil. Hast du einen Favoriten? Also am allerbesten gefallen haben mir, glaube ich, die Chips. Mir auch. Ja. Und die Gummitiere, die waren auch sehr gut, weil die einfach so eine besondere Konsistenz hatten irgendwie. Und ich finde das auch super krass, weil ich jetzt zum Beispiel Vegetarier bin seit 3 Jahren. Und also man ist ja öfter mal so dabei, neue Sachen auszuprobieren, weil man eben nicht alles essen kann. Und diese Chips sind so meins auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht streng vegetarisch oder vegan oder so, aber ich probiere sehr viel aus. Und deswegen war das für mich heute sehr schön. Ihr solltet auch mal neue Sachen ausprobieren. Aber macht euch darauf gefasst, dass die Sachen vielleicht ein bisschen teurer sind, weil gerade so in Bioläden und so, zahlt man schon mal ein bisschen mehr. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, die neue Picasso. Viel Spaß mit dem Video. Wollen wir erstmal mit einem Flip-Schriftzug in der Mitte anfangen? Brauchst du Hilfe? Soll ich reißen und du klebst? Und ein bisschen schräg alles und kreuz und quer, dass es ein bisschen crazy aussieht. Crazy ist immer so ein Wort, wo du denkst, so, okay, so wie alt bist du? Ey, du hast den Play-Button gemacht. So, ein I. Ich finde, wir können es eigentlich schon so lassen. Sehr schön. Das muss man immer shaken. Ja, das muss man richtig shaken. So einen Hauch von Gold auf alles. So. Kleckse sind auch geil. Oh, doch, die Neonfarben, komm, die nehmen wir. Okay, du machst weiter Kleckse und ich probiere irgendwas mit Glitzer. So. Ich mach jetzt gelb. Das wird so richtig dumm aussehen, wenn wir das nachher so abziehen. Und dann so diese ganzen Ränder sieht. Aber Ränder ist gut. Vielleicht kann ich hier so Innenränder machen. Hast du das selber gemalt gerade? Ja. Ernsthaft? Ich möchte einen Pelikan. Hier ist ein Pelikan, er ist sehr weit weg am Horizont. Ich mal dir einen Pelikan. Mal mir einen Pelikan. Mit Blau. Ich mal ein Gesicht ins Herz. Alles ist besser mit Gesichtern. Und hast du früher auch immer so gern auf Leinwand gemalt oder warst du eher so der Zeichner? Nee, ich bin eher der Zeichner. Ah. Ich bin auch ganz traurig schlecht mit Aquarellfarben. Ich habe das einmal probiert und fand das eigentlich voll cool, aber es ist immer so eine Riesensauerei.
Ich bin sehr, sehr gespannt auf deinen Pelikan. Sieht aus wie der Twitter-Vogel. Ein bisschen jetzt durch das Blau. Ein Pelikan. Vielleicht ist der Twitter-Vogel ja ein Pelikan. Vielleicht war ja mal einer. Du wärst mit was zu essen. Oh, Essen ist immer gut. Was ist dein Lieblingsessen? Steak. Ich mal dein Lieblingsessen, du ja, meinst. Was ich dein mag Sushi. Sieht aus wie Himbeersteak. Yummy. Gab's irgendwas, was du als Kind ganz, ganz, ganz viel gemalt hast? Ich habe immer Pokémon mir selber ausgedacht und Dragon Ball Charaktere. Ich hatte so eine Phase in der Vorschule, da habe ich nur Meerjungfrauen gemalt, weil ich Ariel geguckt habe. Ey, aber unsere Haare sind echt nice. Oder, ne? Kann man nichts sagen. Mein Gesicht ist noch nicht da. Was hast du für Lippen? Rosane und lila Schminke. Wenn du dich so freust, du immer. Ja, Mann. So, ein schönes Einhorn. Das sieht aus wie ein Wolf. Jetzt, wenn du es hier jetzt so abzackig machst, dann ist es wie ein Totenschädel. Oh, soll doch ein süßes Pferdchen werden. Als ich ganz, 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 ganz klein war, ich mich immer gewundert, wenn man alle Farben zusammenschmeißt, wird es nicht bunt. Ja, ne? Aber ich dachte auch immer, Einhörner ist dasselbe wie Pegasus. Das, nee, die haben Flügel. So wie Zähneputzen, so. Zahnpasta auftragen, okay. Oh. Aber jetzt ist es so ein richtiger Kindergartenregenbogen. Das stimmt. Das war doch gar nicht mal so gut. Hier um dich rum noch ein bisschen Goldschimmer. Hier unten, das Pferd ist gerade grün. Aber wir müssen die Dinger noch abziehen. Ja. Das ist ja das Spannendste noch. Ach ja, stimmt. Mann, hey. Wie ein Albumcover. Oder? Das hat Spaß gemacht. Oder? Voll. Das sieht doch voll cool jetzt aus. Das ist unser wunderschönes Meisterwerk. Ist das nicht schön geworden? Wunderschön. Trommelwirbel. Yay! Dieses Bild könnte mit ein wenig Glück bald an eurer Wand da draußen hängen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist auf unserem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Da gibt's alle Infos. Jetzt sind wir schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Schade, nichtsdestotrotz könnt ihr euch natürlich alle Videos nochmal auf nickknight.de oder unserem Flip-YouTube-Channel anschauen. Stalkt uns auch auf Insta, Twitter, Facebook und Snapchat. Wir heißen überall hey_flip. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche um 21.55 Uhr am Samstag schon wieder. Ciao und bis dann!